Die drei kleinen Schweinchen, kennen Sie die? Sie beschlossen, Häuser für sich zu bauen. Das erste suchte sich Stroh, bündelte es und baute ein kleines Haus. Das zweite sammelte Holz und baute daraus ein Haus. Das dritte sammelte Steine und baute sein Haus schon etwas größer, zum Glück. Denn es dauerte nicht lange, da kam der böse Wolf und strich um die Häuser. Sein Appetit war groß. Er stellte sich vor das kleine Strohhaus und pustete einmal. Da fiel das Häuschen um, das Schweinchen rannte heraus zum Holzhaus, schlüpfte hinein und war, so meinte es, erstmal gerettet. Der Wolf sauste hinterher, holte tief Luft, pustete einmal, zweimal, dreimal und da fiel auch das Holzhaus um. Beide Schweinchen witzten aus den Holztrümmern rüber zu dem dritten Schweinchen im Steinhaus. Das war groß genug für drei Schweinchen. Da saßen sie nun und fürchteten sich, ob der böse Wolf auch dieses Steinhaus umpusten würde. Der Wolf pustete und pustete und pustete, ganz außer Atem wurde er, aber das Steinhaus konnte er nicht umpusten. Fazit: Das Baumaterial ist bei einem Hausbau wichtig. Weiter, was ist beim Hausbau noch wichtig? Da renoviert einer den Fußboden. Auf einmal macht es Krach und er rutscht mit einem Bein durch den Boden. Da war nichts drunter, gar nichts. Das muss jetzt erstmal gefüllt werden. Womit? Steine und dann Beton. Fazit: Nicht nur das Baumaterial ist wichtig, sondern der Baugrund muss doch auch stabil sein, sonst bricht das Ganze zusammen. Baumaterial, Baugrund, von beidem schreibt Paulus und er schlägt zum Bauen etwas suspektes Baumaterial vor. Gold, Silber, Edelsteine, Heu, Stroh und Holz. Gemeint ist wohl, was ist mir wichtig für den Bau meines Lebenshauses? Ist es das, was das Leben schön macht? Geld, Schmuckstücke, ein Pelz? Ist es der Ertrag meines Lebens, das, was ich erreicht habe? Eine Position, eine gute berufliche Aufgabe, eine große Familie? Ist das etwas Stabiles in meinem Leben? Ich denke, Paulus will erreichen, dass wir nachdenken, was uns wichtig ist für unser Leben. Baumaterial, Baugrund. Bezüglich des Baugrundes wird Paulus deutlicher. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Ein Baugrund muss stabil sein, muss tragen. All das, was dann auf den Grund drauf gebaut wird. Christus will Baugrund sein. Mit dem, was er mir vorlebt, was er mir mitgibt für mein Leben, als Grundlage für mein Lebenshaus. Christus also als Baugrund und dann kommt das Meine dazu als Baustoff. Das, was ich als wichtig als haltbar erachte. Dann müsste es klappen. Dann kann mein Lebenshaus so haltbar sein wie die Häuser um mich herum im grünen Meer, die schon seit Jahrhunderten hier stehen. Möge unser Leben einen Grund haben, der trägt, Jesus Christus. Mögen wir erkennen, womit wir gut auf diesem Grund bauen können. Dazu segne uns Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.